Wenn ich ab und zu mal in die Charts reinhöre oder reingucke, dann habe ich in letzter Zeit immer öfter ein großes Fragezeichen im Gesicht. Denn das, was da in den Top 10 rauf und runter läuft, das kenne ich schon kaum mehr. Nur so viel von der guten alten Rockmusik ist nicht mehr viel dabei. Das könnte sich aber ändern, wenn ein erfolgreiches Konzept aus Hamburg Schule machen würde. Beim Verein Rock Kids, da können nämlich schon Grundschulkinder kräftig in die Saiten greifen und nach Herzenslust richtig losrocken. Und so sieht das dann aus und hört es sich an, wenn die Rockkids loslegen. Heute sind erstmal die Drum Girls zusammen mit Samuel am Start, während draußen rund 20 weitere Kids darauf warten, sich im Probenraum an Piano, Schlagzeug und E-Gitarre austoben zu dürfen. Angefangen hat alles vor über 20 Jahren. Ich bin in einer Kita auf St. Pauli 2001 angefangen, mit Kindern in einem improvisierten Übungsraum so ein kleines Schlagzeug, ein bisschen E-Gitarre zu kaufen und sagen, na ja, damals gab es noch die Horte, die Schulkinder, die haben mich geleitet, mal gucken, wie die Kids auf Rockmucke abfahren. So, ne? Sie fuhren gut darauf ab, sie hatten dann gleich Lust, eine Band zu gründen, was ich in der Generation gar nicht gedacht hatte. Und so kam es zu den St. Pauli Rock'n'Roll Kids. Da haben wir zuerst natürlich auf dem Sommerfest der Kita gespielt, dann haben Leute aus dem Stadtteil gesagt, ey, coole Nummer, lass uns das doch mal hier beim Brunnenhoffest und beim Bernstorffstraßenfest zu machen. Dann bekam die Altonale Wind von der Sache. 10 wild gewordene Kinder im Grundschulalter auf der Bühne, ausgestattet mit allem, was Krach macht. Das gab's noch nie. Ein Erfolgsrezept, wie sich schnell herausstellte. Darüber hinaus hat Peter Achner schnell erkannt, dass das gemeinsame Musizieren auch toll pädagogisch nutzbar ist. Die Kinder erleben wirklich mit dieser Musik, was so ganz spielerisch anfängt, haben wir gemerkt, wirklich Erfolgserlebnisse, Selbstvertrauen, Gemeinschaft in der Band. Und viele Eltern und Sozialarbeiter, Kollegen aus befreundeten Institutionen aus St. Pauli kamen auf mich zu. Wo können wir dieses Angebot wahrnehmen? Inzwischen gibt es 7 wöchentlich stattfindende Projekte, die sich über ganz Hamburg verteilen und rund 100 Kindern wöchentlich die Musik näher bringen. Ganz niedrigschwellig. Vorkenntnisse braucht es nicht. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir sind keine klassische Musikschule, sondern wir wollen den Spaß an der Musik vermitteln. Wir wollen die Kinder an die Musik heranführen und über das gemeinsame Musizieren pädagogische Ziele verwirklichen. Also uns geht es eher darum, Sozialkompetenzen zu vermitteln durch das miteinander Musizieren. Und da heißt es erstmal, den berühmten E-Moll-Griff zu greifen. Ring, auf den Bass, bum, 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 auf dem Schlagzeug, du. Duftack und die Sängerin oder Sänger Rock'n'Roll, hey, Rock'n'Roll, hey. Das ist erstmal das, was möglich ist. Und man sieht in strahlende Gesichter. Man kann natürlich da noch keinen Hip-Hop machen oder so. Aber sie finden das toll, das selbst zu erleben, auszuprobieren, obwohl sie auch sonst andere Musik hören. Ich mag, dass ich hier mit Freunden bin. Ich kann hier Instrumente spielen. Und ich mag Instrumente spielen und so. Dass man hier mit Freunden quatschen kann und dass man neue Stücke auf Schlagzeug lernen kann. Dass ich Instrument spielen kann und dass hier meine Freunde sind. Ich hätte gerne so eine Band zu machen. Wir wollten mit Maya und Anastasia, dass Maya so singt. Ich spiele Gitarre und Anastasia... weiß ich noch nicht, aber Anastasia wollte was. Ich habe vergessen, was sie wollte. Und tatsächlich bilden die Mädels schon eine eigene kleine Band. Wenn man sie fragt, was sie am liebsten spielen, kommt von allen das Gleiche: Schlagzeug. Zum Glück stehen heute gleich 2 davon auf der Probenbühne. Überhaupt mangelt es offenbar an nichts. Die Vereinsarbeit finanziert sich in allererster Linie, ich würde mal sagen, grob zu 85% aus Zuwendungen von Hamburger Stiftungen. Des Weiteren aus Spenden von Privatpersonen aus Hamburg oder auch Firmen aus Hamburg. Teilweise haben wir da unterstützende Firmen, die uns seit vielen Jahren unterstützen, was wir ganz, ganz toll finden. Und zu dem kleineren Teil mittlerweile aus öffentlichen Geldern. Die Wall of Fame hinten im Raum zeugt davon, wie erfolgreich das Konzept ist. Zahlreiche Auszeichnungen hat der Verein schon eingeheimst. Die Bands treten deutschlandweit und sogar im Ausland auf. Zuletzt waren sie im September in Berlin. Wir waren nach Berlin eingeladen, auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten zu spielen. Schlosspark Bellevue, eine ganz, ganz große Nummer. Sind wir mit 16 Kids hingefahren, die haben tolle Auftritte gehabt. Das war ein großes Highlight.
Und dann ist da natürlich das alljährliche Rock Kids Festival auf dem Spielbudenplatz. Da stehen dann alle Kids auf der Bühne und dürfen ein bisschen Bühnenluft schnuppern. Meine Hände wie jetzt sind so ganz nass, so ja, immer cool und ein bisschen so. Ich habe ein bisschen nicht Angst, sondern so, ja, kribbelig irgendwie. Das ist ein bisschen so im Bauch kribbelig und so. Nur Lina bleibt inzwischen ganz cool. Seit 6 Jahren ist sie dabei, zählt zu den alten Hasen und erzählt, Auftritte sind so aufregend wie Zähneputzen. Und einen Berufswunsch hat sie auch schon. Musiker oder Polizisten? Und mit dem Coolness-Faktor stehen die Chancen gut für beide Jobwünsche.